Dir geht also gehörig was auf die Nerven und deshalb schaust du heute dieses Video zur Selbsthilfe. Der Kleine hier macht die Übungen ja schon fast genau richtig. Doch um noch genaueres dazu zu erfahren, wie ihr bei Problemen im Schulter-, Arm- und Handbereich pauschal Abhilfe erhalten könnt, seht euch die Details in diesem Video inklusive der Übungen gut an. Grüße euch nochmal in diesem Video. Mein Name ist Nico von Seele, Geist und Körper. Und zum Titel dieses Videos ist zu sagen, Schulter-Arm-Syndrom. Was ist eigentlich ein Syndrom? Das ist eigentlich nur eine Zusammensetzung, eine Zusammenstellung von mehreren Symptomen. Bedeutet also letzten Endes, man weiß nicht so ganz genau, was eigentlich nun dafür verantwortlich ist, dass bestimmte Probleme im Schulter-, Arm- oder Handbereich bestehen und existieren. Aber eine Sache ist auf jeden Fall sicher. Und zwar, dass wenn wir die Nerven, die nun mal für alle Strukturen, für die Kontrolle sämtlicher Strukturen, in denen Schmerz oder Probleme stattfinden können, verantwortlich sind, dass diese, wenn wir sie nämlich dehnen, einen positiven Effekt auf die entsprechenden Symptome und auf das entsprechende Syndrom haben werden. Beginnen wir also mit dem Gleitfähigmachen unserer Nerven in Schulter, Arm und Hand. Das ist auch unter anderem ganz wichtig dafür, wenn ihr schon mal was an Problemen mit einem Karpaltunnelsyndrom diagnostiziert bekommen habt. Meistens muss das nicht unbedingt ein Karpaltunnelsyndrom sein. Wir können auch noch andere Engpässe im Schulter-Arm-Bereich haben, so wie das Pronator-Teres-Syndrom. Sorgt für ähnliche Symptome in diesen drei Fingern oder in der Hand allgemein. Oder aber auch beim Thoracic-Outlet-Syndrom, Einklemmungen im Schulterbereich direkt. Dafür habe ich oben unter dem I der Infokarte ein Video für euch verlinkt mit einer super Übung dazu. Andernfalls natürlich noch die erste Rippe. Es gibt so viele Engpässe im Schulter-Arm-Bereich, die durch unterschiedliche Problematiken im Alltag, durch unterschiedliche Fehlhaltungen hervorgerufen werden können. Aber all diese können wir nun durch diese Gleitfähigmachung des Nervengeflechts, sogenannten Plexus brachialis, im Schulterarmbereich beeinflussen. Unter anderem dehnen wir damit auch den Nervus medianus, der eingeklemmt wird bei dem Karpaltunnelsyndrom. Also beginnen wir. Wir befinden uns also neben einer Wand stehend, so dass wir in die Handinnenfläche hineinschauen können und sich die Hand auf selber Höhe ungefähr mit der Schulter befindet. Jetzt geht es darum, Zeige- und Mittelfinger an die Wand heranzuführen und dann die Gleitfähigkeit über alle Gelenke hinweg in Schulter, Arm und Hand zu verbessern. Das machen wir dadurch, dass wir unterschiedliche Anteile vermehrt oder weniger dehnen und gleitfähig machen. Der Nerv, der Nervus medianus beispielsweise, der beim Karpaltunnel auch betroffen ist, der dehnt sich, wenn ich nun das Ende dieser kompletten Bewegung erreicht habe, um 20% aus. Das heißt also, in dieser Streckung, die ihr hier seht, wird dieser Nerv um 20% ausgedehnt. Das ist schon enorm viel. Hier seht ihr jetzt nochmal, wie sich der Nerv um den Arm drum herum wickelt und spannt. Der kommt nämlich unter der Achsel heraus, zieht im Bereich des Ellbogens innenseitig, ein bisschen weiter hier unten entlang und geht dann halt in die drei ersten Finger, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger. So ist das Ganze natürlich sehr gespannt und unter Spannung und wenn ich aus der Position rausgehe, löst sich die Spannung des Ganzen etwas auf. Also stellt euch einfach nur vor, wie sich dieses Band hier drum wickelt. Das sollt ihr natürlich nicht als Übung machen, sondern es ist einfach nur für eine bessere Vorstellung. Ja, jetzt ist er ganz ohne Spannung. Der Plexus brachialis, das Nervengeflecht im Schulter-Armbereich, wird dabei natürlich auch mitgedehnt. Jetzt solltet ihr aber nicht von vornherein gleich diese Übung machen, denn wenn ihr Schmerzen im Arm habt, dann wird das hier nicht wirklich möglich sein. Das heißt also, dann bekommt ihr enorme Schmerzen. Das wäre auch ein Fehler, weil ihr damit nämlich dem Nerven einen Schlag verpasst. Ihr geht dem damit richtig auf die Nerven. Deshalb macht das Ganze bitte nur sanft und vorsichtig. Es geht nicht darum, viel hilft viel, gleich das Ziel erreicht zu haben, sondern ihr sollt auf dem Weg dahin mobilisieren. Streckt vielleicht zunächst den Ellbogen durch oder geht mit dem Ellbogen zurück und versucht, das Handgelenk vermehrt Richtung Wand zu bringen. Auch nicht so, dass es gleich komplett an der Wand ist, sondern halt einfach immer nur ein Stückchen und dann wieder rausgehen. Ein Stückchen in die Position reingehen, dann wieder rausgehen. Genauso im Ellbogenbereich. Ein bisschen reingehen in die Position, ein bisschen rausgehen aus der Position. Und das Ganze auch im Schulterbereich.
Ihr könnt die Schulter dann anheben, ihr könnt die Schulter absenken. Da die Nerven aus dem Halswirbelsäulenbereich ursprünglich entstammen, könnt ihr auch den Kopf mit reinnehmen. Ihr könnt eine beliebige Position eingestellt lassen und dann versuchen, mit dem Kopf im Schulter-Nackenbereich zur anderen Seite zu gehen. Und dann werdet ihr selber feststellen und merken, dass es irgendwo im Verlauf des Armes mehr oder weniger zieht. Das ist da, wo der Nerv nicht so gleitfähig ist. Es kann im Handgelenk passieren, es kann in den Fingern sein, es kann im Ellbogenbereich sein. Wenn ihr zum Beispiel den Kopf bewegt, ihr könnt den Kopf in der Position eingestellt lassen und bewegt dann den Ellbogen und merkt es nun auch wieder mehr, beispielsweise in den Fingern. Das ist ganz egal. Hauptsache, ihr macht die Übung langsam und nicht so, dass ihr einen starken Schmerz verspürt. Denn wenn ihr einen starken Schmerz irgendwo im Verlauf verspürt, dann ist das so, als würden wir eine Schildkröte aufs Dach klopfen und dann, zack, zieht sich der Kopf ganz schnell ein. Und so zieht sich der Nerv dann halt auch eher zusammen, als dass er sich ausdehnen lassen möchte, da dieser natürlich irgendwelchen Problemen unterliegt. Schmerzen, die auftreten, treten häufig, langsam natürlich auch aus der Position rausgehen, so wie ich es gerade gemacht habe. Schmerzen treten auch häufig abends und nachts auf, wenn sie was mit Nerven zu tun haben. Bedeutet, wenn ihr abends und nachts vornehmlich diese Symptome spürt, die euch Beschwerden im Schulter-Arm-Handbereich bereiten, dann habt ihr wahrscheinlich eine Nervenproblematik. Primär. Man kann natürlich auch immer Läuse und Flöhe haben und kann irgendwas anderes vorneweg schon gehabt haben. Also mit irgendwelchen Muskeln- und Faszienverspannungen zusätzlich. Wenn ihr allerdings brennende Schmerzen habt, ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es um Nervenstrukturen geht. Diese brennenden Schmerzen, die könnt ihr natürlich auch beeinflussen. Dafür habe ich euch ein spezielles Video auch wieder oben rechts unter der Infokarte verlinkt. Und um diese brennenden Schmerzen dann auszuleiten, schaut euch ganz genau an, was ich darin gesagt habe. Das sind alles mögliche Varianten. Welche davon auf euch am besten zutrifft, schaut es euch im Video einfach an. Und dann hoffe ich für euch, dass ihr diese Übung gut hinbekommt. Denkt nicht zu spezifisch, denkt nicht zu speziell, wie genau hat er das jetzt nochmal gemacht, sondern überlegt einfach, wie fühlt sich's bei mir am besten gerade an? Ist es der Ellbogen, der mehr gedehnt und bewegt werden muss? Ist es das Handgelenk? Sind es die Finger? Ist es vielleicht auch die Halswirbelsäule, die ich ein bisschen zur anderen Seite mehr rausstrecken muss? Passt das einfach individuell darauf an, wie ihr das am angenehmsten empfindet. Denn es sollte letzten Endes immer noch eine angenehme Übung bleiben, wo ihr zwar bis vor die Schmerzgrenze geht, also seid ihr in einem Schmerz drin, geht lieber wieder ein bisschen raus und dann mobilisiert über mehrere Minuten diese Nerven immer mal wieder über den Tag hinweg. Das wird euch dann auf jeden Fall entlasten können. Ich sage nicht, dass dadurch die Probleme verschwinden werden. Das ist sowieso immer irgendein Heilversprechen, was so viele Leute hier auf YouTube abgeben, was vollkommen wahnsinnig ist. Ja, aber eine positive Beeinflussung schafft ihr dadurch allemal. Wenn ihr nur noch wie ihr hier ausseht, dann braucht ihr auch keine Übungen mehr zu machen. Also haltet euch jetzt da dran und versucht jetzt etwas für eure Gesundheit zu tun. Und das muss ja gar nicht mal so viel sein. So eine kleine Übung im Alltag, die man einfach so ausführen kann. Für alles andere schaut natürlich gerne in weiteren Videos von mir, wie ihr präventiv auch eure Gesundheit positiv beeinflussen könnt. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, möge Gesundheit euer ständiger Begleiter sein.